Willkommen, Bürger und Scharlatane, zu Let's Play Rule of the Waves. Wir haben ja den großen Krieg gegen die Russen angefangen. Endlich mal, die Revanche, ja. Wir haben schon erst einen Monat Krieg. Wir müssen unser Handelsschützer rausholen. Die natürlich den Handel schützen sollen. Trade Protection. Dann werden wir eine Zerstörer, eine leichte Kreuzerdivision, am besten die mit den ältesten Schiffen. Hier, welche Division ist es? Immer die dritte Kreuzerdivision, die ist nicht komplett voll. Die werden Handelsschiffe jagen. Der Medusa-Klasse. So, denn unsere U-Boote sollen auch Handelsschiffe angreifen. So, dann müssen wir unsere Flotte mal gucken. Rüber zu den Russen. Russische, F unsere Flotte. Hier sind russische Schiffe. Hat Russland vier Kreuzer, okay. Wir werden also hier die Schiffe verschieben. Okay, da ist nur die Kaiser Wilhelm. Gut. Und hier ist der Rest unserer Flotte. Perfekt. Haben wir alles. Schiffbau. Kaiser Wilhelm II ist dabei. Gehen wir mal nochmal in den Divisionseditor bei den Schlachtschiffen. Zweite Schlachtschiffe. Kann man nichts reinpacken, okay. Die Macher und Victoria Luise werden gebaut. Dann haben wir, glaube ich, erstmal soweit alles fertig. Ja, na, dann gehen wir mal die erste Kriegsrunde ab. Zweite Kriegsrunde. So, Küstenangriff. Was haben wir? Wir haben die Kreuzer, leichten Kreuzer und zwei Zerstörerdivisionen. So, vermute gegnerische Kräfte. Lauter leichte Kreuzer könnten wir da haben und ein paar Zerstörer. Jo, kämpfen wir mal. Okay, ein Zerstörer kann ich mitmachen, weil er keinen Treibstoff hat. Passt schon mal. So, wo haben wir denn hier? Hier haben wir die Kreuzer. Das sind die Zerstörer. Ja. Wo ist das Bombardierungsziel? Da oben, okay. Dann lassen wir erstmal 12 Knoten. 12 Knoten, ihr klärt auf, sehr gut. Machen wir auch, dass wir mit dem drahtlosen Funk in die Richtung. Die sollen einen Knoten schneller fahren, damit wir aufholen können. Und dann geht es zum Bombardierungsziel. Wir lassen mal laufen. Okay, wir können das schneller laufen lassen. Schneller. Leichten Kreuzer laufen. 12 Knoten, ihr lauft. Versucht mal, geht mal auf 14 Knoten, dass man ein bisschen schneller rankommt. Dann geht es ans Bombardierungsziel ran. Mal gucken, was wir bei der russischen Flotte erwischen können. Das ist auch schon. So, und jetzt geht hier auf auch ebenfalls 12 Knoten. Sehr gut, wir klären hier voll auf. Und der Zerstörer von der zweiten Division mit den leichten Kreuzern zum Zerstörer und Kreuzer zusammen. Das ist geil. So, wir haben unbekanntes Schiff gesichtet. Okay. Schweren Kreuzer gehen auf maximaler Kampfgeschwindigkeit in die Richtung. Leichten Kreuzer gehen auch auf Maximum. Warp. Ändern ihre Formation. Ihr sollt jetzt Linie voraus, aber immer noch skautieren. Auch in die Richtung. Und dann gucken wir mal, was für ein Schiff wir hier haben. Mehrere Schiffe. Okay. Versuchen, den Weg abzuschneiden. Machen wir mal schnell. So. Jetzt wird es interessant. Normale Geschwindigkeit. 5 Minuten. Lauter leichter Kreuzer und Zerstörer, würde ich behaupten. Jetzt können wir sie vielleicht gegen die Küste drücken und ins Gefecht bringen.
Leichte Kreuzer. Schippert mal dahin. Die schweren sollen mal leicht so schippern. Dann versuchen wir, wie gesagt, gegen die Küste zu drücken. Was haben wir? Die leichten Kreuzer der Ründerklasse sind unter Beschuss. Sehr gut. Und unsere leichten Kreuzer schnappen sich gleich die Zerstörer. Einer wird schon beschossen. Da, ein Ründerklasskreuzer haben wir getroffen. Mit 6 Zoll Geschützen. Sehr gut. Was ist die Ründerklasse? 1902, relativ modern. Aber wenig Panzerung. 2,5 Zoll, 1,5 Zoll. Das war also ungefähr für eine Entfernung. Herr, er hat gefeuert, er hat getroffen. Ründerklasse, 5400 Zoll, was könnten wir durchschlagen? Locker, locker durchschlagen wir die Panzerung. Ja, 4 Zoll durchschlagen wir. Da haben wir unser Bombardierungsziel. Da sind unsere Zerstörer. Das sieht gut aus. Kreuzer sollen noch ein bisschen hochziehen. Und sollen wir mal ein bisschen langsamer machen. Ja, bleiben sie nur auf Maximalgeschwindigkeit. Leichten Kreuzer müssen hier anfangen, mal langsam die Gegner zu beschießen hier unten, die Zerstörer. Dann beschießen auch das Bombardierungsziel, das sind sogar Küstenbatterien, okay. Ziel getroffen. Wir treffen so ein bisschen unser Bombardierungsziel, sehr gut. Mehrfach. Zerstörer getroffen, wie sieht es hier unten aus? Okay. Hier hinterher. Bombardierungsziel erwischen war. Passstörer und leichter Kreuzer getroffen. Die Ründer, wie sieht's aus? 20 Knoten. Dann können nämlich unsere Kreuzer mal hier hinfahren. Das ist nicht wie schon die Tag. 16:31 Uhr. Okay, könnte also bald dunkel werden. Niobe und Co. Hier machen wir Kampfdrehung, dann können wir die Zerstörer vielleicht abfangen. So. Da treffen wir einen Zerstörer. Okay, Hela ist außer Sicht. So. Noch ein Zerstörer getroffen. Ein anderer Zerstörer haben wir auch getroffen. Mehrfach haben wir jetzt ein paar Zerstörer der Bolloboy-Klasse getroffen. Wir müssen uns mal ein bisschen bewegen. Wegen Torpedoangriffen. Unsere Kreuzer fahren mal in die Richtung. Und die Uhr wurde getroffen. Sehr schön. Wir treffen ein paar Zerstörer. Die müssten wir zerlegen. Unsere Zerstörer feuern unsere Kreuzer. Sehr gut. Die Bolver-Klasse muss doch eigentlich auseinanderfallen. Was ist denn das für einer? Leichter Schaden. Er hat keine Panzerung, 800 Tonnen. Ab nach unten. Der soll auch leichten Schaden haben. Das glaube ich mal eher nicht. Jetzt gehen wir auf Kreuzgeschwindigkeit. Das eine Zerstörer brennt. Können unsere Kreuzer wieder nach Norden fahren, Richtung Bombardierungsziel. Das schwer beschädigt ist. Sehr gut. Da haben wir mindestens einen Zerstörer versenkt. Bombardierungsziel getroffen. Sehr gut.
Küstenbatterie haben wir auch getroffen. So, der Härter wurde getroffen, ist aber auch nicht schlimm. Bombardierungsziel brennt. Bombardierungsziel zerstört. Jetzt beschießen wir noch die Küstenbatterie. Oh ja. Oh ja. Leichter Schaden. Leichte Küstenbatterie, keine Infos. So, der Zerstörer ist gesunken. Hier unten treiben wir die vor uns her. Mach noch mal den großen Dickschiffen. Wo die Kreuzer. Versuchen mal den zu erwischen. Wir gehen wieder auf Maximum Geschwindigkeit. Gucken wir uns mal unten an. Das jagen wir die Zerstörer mit unseren Kreuzern. Ah, oh, schön. Mehrfach getroffen. Sehr gut. Noch mehr. Oh ja. So, leichte Kreuzer ist außer Sichtweitenkontrolle. Aber einen zweiten Zerstörer haben wir versenkt. Und einen dritten kriegen wir auch noch kaputt. Okay. Die Bohrwerkklasse Magazintreffer. Gürtel, Deck haben wir durchschlagen. Schiff explodiert. Sehr schön. Dann können wir das Gefecht abbrechen und nach Hause schippern. Landziel ist zerstört. Was ist gar nicht das Landziel? Oh, okay. Ist gar nicht das Landziel. War ein anderes Landziel beschossen. Okay. Na denn? Ja. Oh nee, wir wollen. Ja, das haben wir jetzt die. Also, sie sind in der Nähe von Land, die können auch an Land schwimmen. Na, es wird dunkel. Um war noch Bombardierungsziel, so ob Ziele. Das wollen wir zerstören. Es ist dunkel. Dunkel ist doof. Mal gucken, vielleicht können wir das Ziel trotzdem noch sehen. Da haben wir das Ziel. Erst Treffer setzen wir. So, die Kreuzer sollen. Und sind ja auch schön langsam, die Kreuzer. Die können jetzt hier schön entspannt drauf schießen. Das können wir gleich schöne Breitseitenfahrt machen. Es brennt und es wurde zerstört. Sehr schön. Und dann können wir das schön entspannt rauskreuzen. Und die russische Flotte hat drei Zerstörer vielleicht verloren. Das wäre nicht schlecht. Wie sieht's aus? Tatsächlich drei Zerstörer verloren, zwei Landziele. Sehr gut. Wir haben nur leichten Schaden eingenommen. Gekriegt. Ein paar Handelsschiffe sind entkommen. Und keine Überlebenden aufgesammelt, die auch nicht. Dann gucken wir mal. Gucken wir uns mal die Karte an. Das ist Küstenbatterie. Noch eine Küstenbatterie und. Dann hier sind noch Zerstörer, Paladerklasse. Okay. Schiffdetails. Status. So. Landgeschichte. Ja, die haben wir komplett platt gemacht. Sehr schön. Zweite Landgeschichte. Haben wir auch komplett platt gemacht. Sehr schön. So. Leichter Schaden. Zwei U-Boote waren unterwegs. Die Strozowoi, die Uchiti und Smissini. Ex-Treffer, okay. 1908er. 15 und 20 Treffer, ach du Schande. Und so, und dann gucken wir uns mal die leichten Kreuzer an.
Wurde nicht getroffen, wurde nicht getroffen. Zerstörer mittlerer Schaden. Das ist der Healer, Batterie 5. Drei Treffer hat sie einstecken müssen. Okay. Batterie 7. Hat vier Treffer einstecken müssen. Okay. Die Rüder hat einen mittleren Treffer gekriegt. Was hat er gemacht? Knapp verfehlt. Knapp verfehlt. Er wurde aber den Sehrgeschützbesatzungen von Splitter niedergemetzelt. Das war von einer. Und dann haben wir auf 10 Kilometer, 10.000 Yards Deckpanzerung getroffen. Aha. Gut. Okay. Sieg ist ein Sieg. Großer Sieg, ja. 1200 Siegpunkte. So, oh. Jetzt können wir U-Boote mittlerer Reichweite bauen. Sehr schön. Das ist gut. So. Wir haben zwei Handelsschiffe versenkt. Ein eigenes haben wir verloren. Und wir blockieren den Gegner. So. Die Briten haben ihre Marineausgaben erhöht. Briten auch, um mit Öl zu bleiben. Na, die Österreich-Ungarn. Okay. Okay, bei unserem Schlachtschiffbauprogramm haben die Italiener gesagt, ey, wir ziehen mit. Okay. So. Da haben wir denen das schön gezeigt, den Russen. Wir geben noch ein bisschen Knete aus. Sieht's aus mit unseren Schiffen in Dienst. Dann will ich unsere Flotte tatsächlich mal, unsere U-Boote zur Flottenunterstützung reinschieben. Dass die dann auch versuchen, Gegnerschiffe zu versenken. So, die Gebieter ist bald fertig, in 10 Monaten. Wir haben greifende gegnerische Küstenschifffahrt an. Oh! Gebieterbestimmer Richtungsweiser haben wir bei. Zweite Schlachtschiffdivision, die erste Kreuzerdivision, zweiten leichten Kreuzer, die zweite Zerstörer, dritte Zerstörer. Zerstörerdivision 12, na, das alles so zusammengewürfelt. Sowie der erste Zerstörer und der Kreuzer Rhône. Okay. Das können wir mal aus. Vier Zerstörer können hier mitmachen. So, dann bin ich ja mal gespannt, was jetzt loskommt. 600 Tonnen gegen Schiffe versenken. Kann das mal laufen lassen. Ihr geht mal auf 15 Knoten und zieht euch ein bisschen zusammen. Die sind ja zusammen. Ist eure Geschwindigkeit 12, 12, ja. Lass mal laufen. Da oben. Da müssen wir hin. Zwei Schiffe mindestens versenken. Wir können ein bisschen schneller machen. Jetzt folgt ihr denen. So ist gut. Okay, das wird nebelig, dunkel. Es ist Nachtkampf. Das kann ja was werden. Man kann Schiff gespottet. Da oben. Okay. Leichten Kreuzer. Kampfgeschwindigkeit. Die Schlachtschiffe gehen auf ihre Maximum. Die schneiden dem Schiff mal den Weg ab. Und die Kreuzer Rhône dann natürlich auch auf Maximum gehen. Es ist 20 Uhr. Na, das ist ja wieder, das wird ein richtig ekliges Nachtgefecht. Okay, die Schlachtschiffe in die Richtung. Lassen laufen.
Oh, ist das gegnerische Schiff? Irgendwas hier aufzutreiben. Wir haben auch keine U-Boote von uns irgendwo unterwegs. Es sieht nicht so aus. So, wo ist der gegnerische Küstenschiffe hat? Wo können wir sie jetzt erwischen? Es ist tiefste Nacht. Da haben wir ein Schiff gespottet. Kreuzer Rhône hat ein. Scheint was Dickes zu sein. Okay. Wir schippen mit allen anderen zurück. Wir lassen mal laufen. Kreuzer Rhône hat mehrere Schiffe gespottet. Wurde auch getroffen. Ah, leichter Kreuzer scheinbar. Okay, die Rhône muss hier so ein bisschen hochziehen. Während die Dicken runterschippern. Zerstörer. Das wird ein Zerstörer sein, höchstwahrscheinlich. Den haben wir getroffen. Mit 7 Zoll Geschützen. Na. Okay, wir werden auch trotzdem erstmal eine harte Kurve machen, um den Torpedo auszuweichen, der garantiert im Dunkeln kommt. Zerstörer getroffen. Okay. Du fährst dahin. Euch möchte ich hierhin haben. Da haben wir sie wieder. Die bösen Wichte. Komm, spottet sie. Ja, wir sehen sie nicht mehr. Schade. Dann versuchen wir ein paar Handelsschiffe zu erwischen. Müssen wir zusammenbleiben mit unserer Flotte. Pass auf, dann fahren wir einmal Richtung Hangul. Mal da was sehen. Na, was gespottet? Zerstörer haben unbekannte Schiffe gespottet. Okay. Runter zu den Zerstörern. Mal gucken, wie sich die Zerstörer sich schlagen werden. Das ist Z1, 2 und 3, erste Zerstörerdivision. Okay. Es werden Torpedos gefeuert. Oh, es könnte Torpedotreffer geben auf dem Schlachtschiff. Zerstörer 1 liegt Rauch. Wir wissen nicht, ob wir was getroffen haben. Kreuzer Herr sichtet ein unbekanntes Schiff. Ja, der Herr ist da ganz unten. Okay. Bricht das Gefecht aber auch ab. Komm, wir. Diese Kämpfe im Dunkeln sind halt immer eklig. Aber jetzt haben wir so Zerstörer und Torpedo abgefeuert. Okay. Der Zerstörer ist im Dunkeln abhanden gekommen. Gut. Richtungsweiser. Okay, wir haben Probleme durch die dauerhafte hohe Geschwindigkeitsfahren. Die Heizer sind erschöpft, die Maschinen laufen heiß. Wir lassen laufen. Okay. Russland hat gesiegt. Wir haben leichten Schaden gekriegt und wir haben einen Zerstörer schwer beschädigt. Okay. Gut, sie haben iranische Schiffe halt durchgekriegt.
Jetzt will ich mal gucken auf der Karte. Ja, wir sind schön aneinander vorbeigeschippert. Im Dunkeln. Aber naja, so ist es halt. So ist es halt. Ja, gut. Haben wir Russen mal einen Punkt. Ja, 250. So, verbesserte Torpedos. Verbesserte Zündung. Okay. Wir haben ein freundliches Handelsschiff verloren. Okay, gegnerischer Handelszerstörer hat ein Schiff versenkt. U-Boote sollen weiterhin versuchen, gegnerische Handelsschiffe zu erwischen. Kosten, Kosten. Hier sparen wir mal den Kreuzer. Können wir dich noch beschleunigen? So, geben ab. So, Küstenverteidigung. Gegner Russland, ja, klar. Große Schlacht. Oh, alles. Erste Schlachtschiff, erste Kreuzer, erste leichte Kreuzer, Teil des zweiten Kreuzer, zweite, dritte Zerstörerdivision, die erste Zerstörerdivision. Ein Schlachtkreuzer, sieben Schlachtschiffe, neun leichte, 38 Zerstörer. Ja. Als Zerstörer könnte ich teilnehmen, weil sie keinen Sprit mehr haben. Hier sind unsere Handelsschiffe, die wir schützen müssen. Diesmal ist der Dreh andersrum. Unbekanntes Schiff gespottet. Da unten. Okay. Ihr geht auf Maximum Warp. Hier hin. Ebenfalls Maximum Warp. Hier hin. Was haben wir hier? Zweite Schlachtschiffe. Maximum Warp. Hier hin. Kaiser und Co. Ihr seid nicht mal scouten. Ihr seid Kern und seid nicht mal abschirmen. Dann lassen wir mal ein bisschen schneller laufen. 5 Minuten. Das ist die gegnerische Schlachtflotte. Eine leichte Kreuzer. Okay. Die ziehen sie ein bisschen nach Süden. Ich habe gesagt, Maximum Warp. So. So ist die Kaiser. Ne, die soll ja nicht nach unten ziehen. Ja. Maximum runter. Maximum runter. Ich schlacht dies. Maximum runter. Wir haben die ersten Gefechte. Leichten Kreuzer sind hier. Die Schlachtis sind auch hier. Die sind noch nicht in Feuerreichweite. Die leichten Kreuzer. Sollen wir hier hin? Da, wir haben schon ein paar gegen das Schiff getroffen. Gebieter und Co. Ich möchte euch noch einen Müh tiefer haben. Einen leichten Kreuzer. Gebieter soll ich so ein bisschen hier hin. So. Die Kaiser jagt hier einen leichten Kreuzer. Okay, hier haben wir die gegnerischen Schlachtschiffe. Das gehen wir mal nochmal einmal 5 Minuten auf schnell. Okay, das machen wir langsamer. So. Die Kaiser sollen die Richtung fahren. Gebieter und Co. Zeig mal her. Ich brauche mal euren Reichweitenkreis. Danke. Wir sind es in Feuerreichweite. So, die leichten Kreuzer können Ausweichbewegungen und Co. machen. Die Schlachtschiffe sollen ebenfalls mal so fahren. So, Dino wurde das ordentlich getroffen. Die Schlachtschiffe öffnen das Feuer. Und Zerstörer wurde ordentlich getroffen von uns. Wir haben die Probierer-Klasse getroffen. So, Zerstörer legen Rauch. Wir haben noch irgendwas getroffen.
So, Estasi-Klasse haben wir getroffen mit 8-Zoll-Geschützen. Nochmal, wir treffen dasselbe Schlachtschiff immer wieder. Unsere leichten Kreuzer können wir einmal eine Drehung machen. Die Hela ebenfalls. Du bleibst hier. Die Kaiser. So, die Undine. Wie sieht es bei dir aus? Schaden. Hast noch hohen Schaden, aber kaum Flutung. Okay. Lass mal laufen. Wir haben nochmal ein Schlachtschiff getroffen. Treffen wir das Schlachtschiff. Sehr gut. Jetzt haben wir gegnerische Zerstörer und andere Sachen ordentlich getroffen. Gefällt mir. So, was haben wir? Wir haben hier einen Zerstörer getroffen, einen leichten Kreuzer, ein Schlachtschiff. 5-Zoll-Geschützen. Dann haben wir die Imperatia Petrovna-Klasse. Wir haben Schlachtschiff angeblich mit schweren Schaden. Angeblich. Wir können ein bisschen die Schlachtschiffe eindrehen lassen. Jetzt haben wir wieder einen leichten Kreuzer getroffen. Ein paar Zerstörer. Schlachtschiff. 5-Zoll-Geschütze. 5-5-Zoll-Geschütze. Unsere Zerstörer wurden einmal getroffen. Torpedo, da ist ein Torpedo unterwegs. Okay. Wir treffen den Gegner. Der Gegner trifft uns. Medusa und Co. Ich würde euch mal gerne einmal hier scharf reindrehen lassen. Damit wir nochmal einen schönen Treffer setzen können. Torpedotreffer haben wir nicht gesetzt. Wir treffen nochmal ein Schlachtschiff und einen Zerstörer. Gebieter wurde das mehrfach getroffen. Oh, Gebieter hat ganz schön. Gebieter hat mehr als 50% Flut. Oh, Gebieter wird sinken. Wir haben die Probeda-Klasse nochmal getroffen. So, Gebieter. Jetzt hast du Flutung massiv, hast du. Das sind auch die alten von 1904. Die Gebiete werden wir mal rausnehmen. Detachen. Unsere Kreuzer müssen ein bisschen mehr Druck machen von hinten. Die leichten. Die Schlachtschiffe. Müssen mal einmal kurz eine Kursänderung machen. Wir treffen es ohne Ende gegnerische Zerstörer. Wir treffen gegen das Schlachtschiff. Wir treffen ja, jeder trifft hier jeden, massiv. So, gegen das Zerstörer. Müssen wir ein bisschen nerven. Du musst ein bisschen runterziehen. Die Imperatia Petrova-Klasse 1901. Okay. Die Bestimmer hat es gerade auch erwischt. Jetzt haben wir die Probeda-Klasse nochmal getroffen mit 8-Zoll-Geschützen und ganze Menge Zerstörer. Okay, pass auf. Unsere Schlachtis müssen mal eine Kampfkurve machen. Den werden wir zu oft getroffen. Wir treffen Zerstörer ohne Ende. Ein Zerstörer haben wir mindestens versenkt. Da ist ein brennendes gegnerisches Schlachtschiff. So, Estafi-Klasse. Ich sehe, ein Gegnerschiff ist mindestens versenkt worden. Unser Kreuzer muss jetzt ebenfalls eine Kampfkurve machen. Der leichte. Ziehen hier runter. Probeda-Klasse mehrfach getroffen. Sehr gut. Metki-Zerstörer, Magazintreffer, explodiert. Bam. Welcher war das? Der. Also hier ist einer versenkt, hier ist einer versenkt. Drei Leichtschiffe, würde ich mal vermuten, haben wir versenkt. Hier ist ein Zerstörer, der ist nicht im Feuer. Der nebelt vermutlich. Dupebida-Klasse hat wohl leichten Schaden. Imperatia Maria-Klasse hat nur 10 Knoten Geschwindigkeit. So schnell sind die nicht. Dann haben wir hier die Estazi-Klasse.
Die brennt. Achsen, ja, 1890, ja klar. Die sollten wir kriegen. Mit Gebieter und Bestimmer. Jundine, hier ist nochmal. Unser Kreuzer soll auch hier so lang. So, die Gebieter ist am Ausweichen. Okay. Der Stazi ist liegen geblieben. So, dann unsere Schlachtschiffe. Gehen nach Süden, um die Probeda-Klasse zu nerven. Wo sind die Leichten? Die leichten Schiffe versuchen jetzt die Probeda und Co. zu nerven. Die Zerstörer Bovoi-Klasse hat das auch nochmal ordentlich reingekriegt. Viele Treffer. Eine Probeda-Klasse scheint zurückzufallen. Die wird immer langsamer. Es darf sie und. Na gut, das ist immer denselben, den wir treffen. Andere Probeda fällt aber scheinbar wirklich zurück. Die Probeda schießen wir zusammen. Also, pass auf. Du cuttest hier lang. Richtungsweiser soll hier lang schnubbeln. Die leichten hier. Die Kreuzer, die leichten ebenfalls hier. Die Medusa passt. Die kann vielleicht einen Torpedoangriff fahren. Torpedo wurde gefeuert. Gegners Schlachtschiff wurde vom Torpedo getroffen. Die Probeda-Klasse. Ist auch ein relativ altes. Hier, du Undine. Kann man versuchen, der Eustace zu erwischen. Das ist die Imperatia Maria. Wenn wir die vielleicht kriegen könnten, das wäre noch cool. Wir haben die Imperatia Maria ein paar Mal getroffen. Noch ein paar Mal getroffen. Einmal hier lang. Also hier lang. Du legst immer noch Rauch, ne? Schwerer Schaden. Die Helena sah auch runter. Die soll mal alle schön dicht am lang, während die Schlachtschiffe jetzt mal nach Norden zuppeln sollen. Wir treffen den Imperator Maria. Medusa hat weniger als 50% Munition. Und Bestimmer brennt. Okay, Bestimmer geht nach Norden. Wo ist die Richtungsweiser? Du brennst immer noch, okay. Ah, sehr schön, wir treffen sie. Probeda-Klasse ist nochmal vom Torpedo getroffen worden. Ja, die wird's nicht mehr schaffen. Schwerer Schaden am Feuer. Maria-Klasse. Oh, das Hansa Kreuzer. Was machen wir hier? So. Die geht auf Kreuzergeschwindigkeit. So, und das hast. Ihr kommt zurück. So. Das Ding brennt. Leichter Schaden. Die Uran zur Lutzu-Klasse ist 1907. Das sind eigentlich die spannenden. So, und jetzt brechen wir das Gefecht ab. Gehen nach Norden. Unsere leichten Schiffe ziehen nochmal kurz hinterher. Da werden noch Torpedos wie verrückt geschossen. Treffen aber leider nichts. Oder? Ne? Torpedo zieht hinterher. Ja, schade, keine Torpedotreffer. Brennt aber nochmal. Es brennen mehrere russische Schlachtschiffe. Brennen.
So, mit dieser und Co. weichen aber ebenfalls nach Norden aus. Nochmal Torpedos. Nicht wenig. Wir treffen hier alles Mögliche. Du brennst ebenfalls. 5 Knoten, leichter Schaden. Ja, wer es glaubt. Oh, hier ist ein schöner Torpedo. Trifft er die Imperatia? Scheint nicht getroffen worden zu sein. Nicht schlimm. Also die Kaiser geht auch in die Richtung. Kreuzer her, den haben wir komplett übersehen. Der kommt zurück. Also wir haben eine Menge Schiffe schon beschädigt und versenkt, zumindest an Kleinkram von ihm. So, leichter Kreuzer haben Signal missverstanden, ist nicht schlimm. Staffy-Klasse brennt. Versuchen das Gefecht uns zu lösen. Auch ein Torpedo. Und Probierer-Klasse wurde nochmal getroffen. Ja, sehr schön. Ist die Frage, wie viele Schlachtschiffe kriegen wir hier weg? Sausen auch noch Torpedos runter. Linie oben. Wie schnell kannst du laufen? 10 Knoten kannst du maximal laufen. Okay. Wir gucken mal. So, ein Schlachtschiff Probeda ist gekentert. Das untere hier, das wir mehrfach mit Torpedos getroffen haben. Okay. Der Stazi brennt und hat schweren Schaden. Gucken wir mal. Sie pushen hinterher. Die Linie Ube werden wir verlieren, die wird senken. Da geht nochmal Torpedo raus. Medusa kann jetzt ein bisschen hier Gas geben. Ne, kann sie nicht. Na, Hertha, depatchen wir mal. Es wird dunkel. Die Dämmerung kommt. Das sind unsere Handelsschiffe. Vielleicht kriegen wir das jetzt fertig. So. Es wird Nacht. So, leichte Kreuzer. Einmal hier hin. Wir machen das auch einen Haken. Schlachtschiffe. Stürmer und Co. Ihr seid auch nicht so die Besten. So, du. Jetzt ziehen wir mal hier lang. Und die Handelsschiffe müssen mal gucken. So, wir haben jetzt keine Sicht mehr. Wir lassen laufen. Bis Schluss ist. Okay, unsere Handelsschiffe werden gerade aufgeraucht. Handelsschiffe werden aufgeraucht. So, wir lassen laufen. Mal gucken. Oh, wir haben jetzt ein U-Boot hier in der Nähe. U26.
Bin ich mal gespannt, wie es bei uns gleich aussieht. Für heute. Schlacht vorbei. Wird ein russischer Sieg sein? Oh, ein Handelsschiff hat eine Mine getroffen. Wir haben gewonnen. Okay. Oh, wir haben drei alte Schlachtschiffe versenkt. Sehr schön. Fünf Zerstörer. Wir haben verloren. Einen leichten Kreuzer. Und nur drei Handelsschiffe. Krass. Okay, dann gucken wir uns mal die Punkte an. Schiffdetails. So, Status. Versenkt natürlich. Imperator Alexander den Zweiten haben wir versenkt. Drei schwere Treffer. Das war die Estassi-Klasse. Flutung, durch Flutung gesunken, ne? Ja, Zerstörer haben nochmal ein bisschen reingehauen. Sehr schön. Dann haben wir den Imperator Alexander den Dritten versenkt. Mit drei Torpedotreffern. 8000 Tonnen. Dann haben wir die Petropawlowsk versenkt. Petropawlowsk. Das sind alles alte Schiffe. Ein Torpedotreffer. Zerstörer Metki, ja, der ist explodiert. Zilni, Bossobi, Zawetni. Chesney ist auch am Sinken. Drei Handelsschiffe. Und die Niobe, ja, 89, auch so ein altes Schiff. Hat aber auch eingesteckt. 10 schwere Treffer, 13, ja, klar. So. Z8 hat schweren Schaden. Oh. Der Modern, ach so, das ist, der hat auch schwerer Schaden. Flutung ganz schön. Strukturschaden. Alter Falter, den hätten wir fast erwischt. Sioate Izaki. Gebiete hat schweren Schaden. Sechs leichte Treffer, sechs mittlere. Okay. So. Wir haben zwei Prestigepunkte gekriegt und fast 5000 Siegpunkte. Hervorragend. So. Okay, Zerstörer 21 hat Probleme, weil das zu eng ist und die Crew ein bisschen leidet darunter. So, Arkona hat Problemchen. Aridiana hat Problemchen. So. Keine U-Boote verloren. Okay. Flottenadmiral Brüninghaus hat gezeigt, dass er brillant ist. Ja. Kapitän Witte wurde befördert. Bauer hat sich gezeigt, dass er überdurchschnittliche Qualifikation hat. Sehr gut. Oh, die Briten mögen das gar nicht. Wir gehen wieder auf Handelsseekrieg. So, wir führen deutlich. So, wie sieht es denn aus bei den Russen? Almanach. Russische Flotte. Wir haben 283.000 Tonnen. Die haben 228. Die bauen ein modernes Schlachtschiff, haben sie in Dienst. Zwei sind sie am Bauen. Einen Schlachtkreuzer haben sie. Sie haben gerade ein Drittel ihrer Schlachtflotte verloren. Aha. Oh, wir sind im Minus. Weil wir so viele Reparaturen haben. Okay. Kreuzer haben sie mal bis noch keinen erwischt. Zerstörer. 44 Zerstörer haben sie in Dienst. Sieben bauen sie ein paar Mal weg versenkt. Okay. Ihren Slatwust, das ist die neueste Klasse von denen. Schon an zwei Schlachten teilgenommen. Wird noch gebaut. Ansonsten haben sie hier relativ alte Schlachtschiffe. Zerstörer, die Metki-Klasse ist relativ modern. Die modernsten haben wir, glaube ich, Bohowoi-Klasse haben wir auch schon ein paar erwischt, ne? Sieht gut aus. Gut, dann speichern wir einmal. So, auf Spielstand 9 und auf Spielstand 8. Und dann speichern wir nochmal.
Allgemein, 1, 2, 3. So, Dezember 1910. Gut, Wiederbürger-Scharlatane. Dann wählen wir das, den Krieg gegen die Russen. Beim nächsten Mal fortsetzen müssen wir gucken, dass wir das Budget ein bisschen umgebaut kriegen. Na dann, bis zum nächsten Mal.